Ja, damit hallo und willkommen zurück zu einer neuen Folge Forest. Der Cooper hat ja gerade am Ende der letzten Folge nochmal gesagt, er hat die Taucherausrüstung gefunden, was ein Prank war. Haha. Prank. Prank. Ich mach keine Pranks. Prank, Alter. Hat er nicht gefunden. Ich hüpfe jetzt hier mal von Stein zu Stein einfach. Wir suchen mal ein bisschen die Insel jetzt ab. So absolut planlos kreuz und quer rumlaufen. In der Hoffnung, irgendwas zu finden. Es gibt übrigens auch, an irgendeiner Stelle gibt es ja auch Krokodile, glaube ich. Papalapap. Krokodile sind alles nur Fabelwesen. Krokodile. La 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 la. Was ist das denn schon wieder? Ist Tierschädel übrigens, aufgespießt. Du hast einen Tierschädel aufgespießt, das ist auch schön. Nee, nicht ich, da ist einer. Ach so. Oh Mist, Schneegebiet. Bist du da schon? Ja, so halb. Das sind auf jeden Fall auch Höhlen. Irgendwo. Im Schneegebiet kriegt man bestimmt Kletterhaken. Das passt irgendwie so. Eisklettern und so. So eine Eispicke. Von der Logik her gebe ich dir sogar recht. Wollen wir da mal rübergehen einfach dann? Dann treffen wir uns, dann laufen wir da mal rüber. Ja, komm mal zu mir am besten. Sind das Einheimische? Ich lauf mal ein bisschen gebuckt. Gebuckt! Gebuckte Lauferei hier. Hier ist gerade ein Einheimischer bei mir. Ich habe mich gerade nämlich gehört, so. Okay, das ist oh oh. Cooper, wo bist du? Hier ist ein Einheimischer. Komm her. Ich bin ja schon auf dem Weg. Ich schlage Haken gerade. Oh, hier ist kalt. Du bist ein gutes Kaninchen. Oh, meine Freundin ist auch wieder da. Sehr schön. Wo bist denn du? Ja, hier im Schnee. Ja, noch nicht ganz im Schnee. Ich laufe schon mitten durch den Schnee hier. Ja, ich sehe es, da ist ein Fleckchen Schnee. Aber ich bin bei den Schneebergen. Oh, hallo Einheimischer. Du hast mich also gesehen. Nein! Verreck! 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 Manchmal kommt diese auf den Boden-Hau-Animation, obwohl er ja gar nicht auf dem Boden liegt. Das ist irgendwie doof. Ja, das stimmt. So, der liegt auf jeden Fall. Kann ich mit Schneebällen nach dir schmeißen? Oh, jetzt hör doch auf, mit dem schmeißt du mit allen nach mir. Ich fühle mich so ausgenutzt. Ich bin cold and fire. Nein, build a fire. Was? Der Grunster. Hi, hi. Epi, wo rennst du hin? Epi! Au. Das sind irgendwie viele. Machst du gerade Friendly Fire auf mich wieder? Nee. Irgendwo war noch ein dritter. Ist aber irgendwie anscheinend weg. So. Warum tust du das? Weil ich's kann. Das ist echt nicht cool. Oh, ein Schneehase. Komm her, mein Schneehase. Komm her. Was, hier gibt's Schneehasen? Oh Mann, ich bräuchte... Warte mal, ich mach mal ein Feuer hier. Ist ein bisschen kalt. Brauchst du eins? So. Kann mir ja gleich mal was zu braten. Ja, ich muss den Fisch braten, der ist nämlich kurz davor zu gammeln. Stimmt, meine auch. Mist. Naja, egal. Na, Edible ist noch nicht spoiled. Wenn er Edible ist, dann kannst du noch essen. Wenn er spoiled ist, dann ist er gammelig. Ja, ich weiß, was spoiled heißt. Hombara, 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 hombara. Hambala, 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 hambala. Guck mal, ich tanze hier am Feuer und ich verbrenne mich nicht. Du kannst noch viel von mir lernen, junger Padawan. Ach Gott, wie gern würde ich jetzt mit meiner Axt einfach draufhauen. Du bist immer so gewalttätig. Weißt du, was mir noch fehlt aber? Dass man kein Schnee schmelzen kann. Oder Schneemann bauen, finde ich. Ja, das wäre auch ein cooles Feature, aber Schnee schmelzen wäre noch geil. Dass man zum Beispiel sagt, okay, du bist jetzt hier im Schneegebiet, du sammelst den Schnee, wie bei Long Dark zum Beispiel, Schnee schmelzen zu Wasser dann. Ja, weiß schon. Was du meinst. Hab schon vom ersten Mal verstanden, als du gesagt hast, Schnee schmelzen. Ich dachte, ich muss es dir erklären. Ja. Wir sollten vielleicht mal Schneeschuhe bauen.
Was bringen die? Ich habe keine Ahnung. Also, aber man kann sie bauen, habe ich gesehen. Langsamer. Hm? Ich laufe ja jetzt gerade nicht wirklich langsamer hier auf dem Schnee. Ja, vielleicht wird uns dann wärmer. Das Geile ist halt, wir sind halt hier gerade mit kurzen T-Shirts laufen wir gerade durchs Schneegebiet. Ja, kann man Winterkleidung sich bauen? Ich habe keine Ahnung, ich glaube nicht. Ja, vor allem, wenn es schon wieder kalt ist, ein bisschen ätzend, ehrlich gesagt. Naja, also jetzt mal im Ernst, wir laufen hier durchs Schneegebiet. Was erwartest du? Wenn du kurzärmlich... Ja, ich sprint aber, du musst doch mal warm werden. Ja, wenn du durchs Schneegebiet laufen würdest, auch sprintend, bei Minusgraden dann und Schnee, dann würdest du auch schnell erfrieren. Ich habe mir aber Blätter angebunden, also müssen wir warm sein. Na, weiß ich nicht. So, ich suche eigentlich ja nur eine Höhle oder irgendwie irgendwas, was nach Eispickel aussehen könnte. Ist halt die Frage, ob das halt hier draußen einfach irgendwo rumgammelt. Nee, hier ist zumindest eine ziemlich steile Felswand. Das würde sich anbieten, wenn hier irgendwo ein abgestürzter Mensch mit Pickel... Das ist auf jeden Fall irgendwas hier. Achso, ja. Nur Pflanzen, die man nicht einsammeln kann. Sehr gut. Es wird sich echt anbieten mit den Eispickeln, da hast du recht. Was passiert denn, also was macht denn die Kälte? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob die überhaupt schon irgendwas macht. Bis auf lustigen Rand. Das kann ich, ich weiß nicht, ob das schon implementiert ist, dass du erfrieren kannst. Hatte wenig. Auf jeden Fall sehr viele Hasen hier. Ja, hier kann man bestimmt gut Hasenfallen aufstellen. Stimmt. Wir könnten hier vielleicht auch eine kleine Hütte hinbauen. Das ist viel zu kalt. Naja, die Balken halten doch den Wind ab und alles. Also eine kleine Hütte einfach. Nicht so eine große, sondern so eine kleine Hütte einfach. Weißt du, was ich meine? Okay, ich kann nicht mehr laufen. Oder? Nicht mehr laufen? Hä, ich komme da nicht hoch. Da ist eine Alpha-Wand. Ja, genau. Achso, ja. Ich glaube, hier ist eine Alpha-Wand. Oder Tiefschnee und man braucht dafür Schneeschuhe. Ist da hinten Wasser? Das wird sich perfekt. Nee, du kommst hier anbieten. Nur nicht lang. Du kommst hier durch dieses kleine Gebiet. Da ist so ein kleines Eckchen hier und da ist eine Alpha-Wand einfach. Interessant. Warum auch ist immer. Das, ist das Wasser da unten? Das wäre ganz cool. Ich habe nämlich Dorscht. Und Feuer wäre auch mal wieder gut. Das könnte, ja, ist wirklich Wasser. Sehr gut. Dann mache ich doch hier mal kurz ein Feuerchen hin. Juhu, Feuer! Wie bist du da runtergekommen? Na, ich war runter an der Wand entlang. Hä, da bricht mir so sämtliche Haxen. Nicht, wenn man es richtig macht. Ich breche mir sämtliche Haxen, wenn ich so runterspringe. Ach, du bist da hinten Wasser. Runter, Alter. Bist du Wasser, hinten? Da kann ich auch gleich meinen Trinkbeutel auffüllen. Ich breche mir sämtliche Haxen jetzt. Stell dich doch nicht an, da ist doch so, da ist doch. Da, oh, du läufst aber auch maximal kompliziert. So, bin unten. Ich laufe nie kompliziert. Ich laufe immer so, wie man es von mir erwarten würde. Ja, kompliziert. Nein. Den effizientesten Weg einfach. Dein Topf schwebt übrigens gerade in der Luft bei mir, das ist sehr geil. Ja, bei mir auch. Der fliegt richtig. Was machst du gerade? Mich stört dieser Baum. Ach so. Genau, stell dich drunter, wenn er fällt. Das wird lustig. Ja, ich will aber eigentlich nur eine Bank bauen. Ein bisschen gemütlich hier kurz rasten. Und ich weiß immer nicht, wo sie ist. Ah, doch, da. Dann trink mal schnell dein Trinken aus, bitte. Ja, bin schon da. Da kann ich meins mich drauf packen. Hopsa. Warte mal, den nicht. So. Aber ich muss noch weiter abkochen, ich will ja noch mehr. Wollen wir so eine kleine Cabin einfach hinstellen? Müsst du hier speichern? Dann hätten wir so eine kleine Hütte einfach dann. Dann haben wir immer so einen kleinen Rückzugspunkt, weißt du, was ich meine? Jetzt, ja, ja, aber wir ziehen noch weiter. Übrigens, man kann, ich kann meinen Topf auch aufstellen, obwohl deiner drauf steht. Echt? Stehen halt, glaube ich, jetzt zwei ineinander, aber... Cool. Das ist auch nicht schlecht. Ach, du machst gerade, füllst gerade gleich deinen Trinkschlauch auf, oder wie? Ja. Ja, okay. Das kann ich dann auch gleich mal machen. Du bist wieder voll blutverschmiert, ey. Yes. Ich bin ein Killer. So. Wie geht das jetzt mit dem Trink? Achso, meinst du es noch nicht fertig? Ich schwimme mal eben.
Schon ausrüsten so. Und dann. Ich habe mich eben mal gewaschen. Wo ist mein Topf? So, warte mal. Hä? Da gibt mir nur die Tränkoption gerade. Hier ist ein Topf. Ist es nicht deiner? Nee, das ist deiner. Ich habe meinen schon im Inventar. Dann haben wir den Topf jetzt dupliziert. Meine war nämlich plötzlich weg. Wenn du die doppelt draufstellst, dann verschwinden die, glaube ich, der eine. Weil ich konnte nicht mehr nehmen, der war weg. Dann hast du deinen hochgenommen und dann ist der andere runtergefallen. Da habe ich den genommen, da war noch mal einer da. Ich konnte übrigens gerade nicht auffüllen. Doch, das muss gehen. Also ich kann hier das Seewasser auffüllen, aber... Warte mal, das muss gehen. Vielleicht liegt es aber auch daran, wenn du, weil die Töpfe übereinander waren, das kann auch sein, keine Ahnung. Na, dann warte ich diesmal mit platzieren. Probieren wir mal. Du da, du da. Ich finde es übrigens faszinierend, wie dieses kleine Feuerchen hier. Stimmt, du kannst das geht echt nicht. Du kannst nur trinken, aber du kannst es nicht auffüllen. Was irgendwie doof ist, weil kann ich dann nur schmutziges Wasser in meinen Beutel tun? Nee, das geht auch anders. Currently empty. Ha. Dann muss ich meinen Beutel übers Feuer legen mit Polluted Water. Nee, glaube ich nicht. Ich glaube, du kannst das bloß bei diesem Dingens hernehmen. Bei den Schildkrötenpanzern da, bei diesem Water Collector. Ich glaube, nur da kriegst du das Wasser raus. Ich glaube, aus den Töpfen geht das gar nicht. Das kann natürlich sein, ja. Ha. Na gut, dann brate ich mir noch schnell den Fisch und dann... Kann ich mir noch schnell ein Stückchen Fleisch drauflegen. So. Mist, und wie leere ich jetzt meinen Beutel aus ohne... Ich will das Polluted Water nicht trinken. Ich habe keine Ahnung. Equip, Combine. Naja, wurscht. Ich habe keinen Schimmer, wie das gehen soll. Aber du hast ja eh Blaubeeren, von daher passt das schon. Also ich habe noch 30 Blaubeeren notfalls. Das hilft auch ein bisschen. Ich glaube, dein Fisch ist fertig. Oh, lecker. So. Rehfleisch. Cool, dann gehen wir nochmal weiter hier suchen. Kann ich eigentlich... Sieht auch sehr cool aus hier. Nicht das, hey, ein Damm. So. Was? Wo ist ein Damm? Oder zumindest irgendwie so. Nee, ist kein Damm, aber. Also ist nicht von Bibern gebaut, aber. Ach, du meinst das hier? Das ist natürliche hier. Ja. So, wir müssen hoch auf diesen Eisberg. Also Schneeberg. Weißt du, wie das hier gerade ausschaut? Wie die Festung von Superman. Mit diesen Steinen, die so hochgehen, wie diese Kristalle einfach, finde ich. Ach so, ja. Mal leck, das ist ja noch richtig viel Schneegebiet. Es ist riesig. Ich sage ja, die Karte ist riesig. Die ist gar nicht mal so klein. Hey, hier ist ein Zelt und eine Leiche. Cool. Mit einer Dose und einem Snack und ja. So, wo ist der Eisbegel? Er hat einen schönen Ausblick gehabt. Er guckt nach oben hier auf jeden Fall. Und da kann man auch schlafen und speichern, theoretisch. Warte mal, das könnte ich eigentlich mal tun hier. Speichern. Genau, speichere du mal und dann speichere ich auch. Jo, habe ich. So, auf jeden Fall der einen schönen Ausblick. Hat nebenbei seinen Snack gehabt und alles. Und er sah nicht so aus, als wäre irgendwie... Keine Ahnung. Also ich glaube, der ist gestorben, während er ganz entspannt hier im Schnee saß und sich die Wand da oben angeguckt hat. Ich glaube, die haben sich gekuschelt, aber warum sie hier lagen? Keine Ahnung. Vor allem, guck mal, hier ist so eine schöne Stelle. Da kann man nicht schön raufklettern eigentlich. Ne? Ich glaube, wir müssen da mal hoch. Ich glaube, da oben gibt es... Vielleicht gibt es da oben hier Kletterzeug. Mal gucken. Zumindest ist an der Felswand entlanglaufen gar nicht so verkehrt. Ja, da gibt es auf irgendwann jeden Fall schon irgendwas kommen. Das ein oder andere zu sehen. Geil. Wir werden auch voll die Entdecker hier in diesem Spiel. Wahrscheinlich Reinhold Messner. Genau, und jeder wahrscheinlich guckt sich auf YouTube das Let's Play an und sagt dann, um Gottes Willen, sind das zwei Idioten. Ein Idiot und ein ziemlich cooler, würden die dann sagen wahrscheinlich. Ja, ich bin ja ziemlich cool und du der Idiot. Ja, darüber, ja, da. Theoretisch könnte man darüber laufen, aber das ist mir. Oder halt noch weiter hoch. Hm.
Ich gehe mal noch weiter Lass hoch. Lass mal weiter hoch. Hier wird es aber schon knapp. Wie knapp? Ich weiß nicht, ob man da abrutscht. Ja, darum gehst du ja vor. Cooper, go! Cooper, go! Noch ein Tor! Cooper, go! Okay, geht. Wahrscheinlich fliege ich jetzt runter. Aber hier geht's nicht weiter, hier ist eine unsichtbare... Nee, doch nicht. Doch, hier ist eine unsichtbare Wand, das bringt überhaupt nichts. Ich frage mich, ob man wirklich auf die Spitze kommt. Räuber leider. Nee, hier ist eine unsichtbare Wand. Oder hier geht's noch hoch. Das schaut aus, ey. Ich laufe gerade irgendwie, Ich glaube nicht, dass das gewollt ist. Mir egal. Ich habe Skyrim gespielt. Ich weiß, wie man ungewollte Bergpfade geht. Ja, das war bei Gothic 3 ja auch früher. Hast du Gothic 3 gespielt? Das war ja auch immer mega geil. Du bist einfach immer über die Berge gesprungen einfach dann und warst plötzlich da, wo du überhaupt nicht sein solltest dann. Das war super. Hey, aber hier ist cool. Können wir wieder ein Lagerfeuerchen machen und so. Weißt du, dass ich bei sowas eigentlich immer Panik habe, dass ich urplötzlich durch die Welt fall dann? Dass da einfach irgendwo... Hey, geht's auch nicht weiter. Ich habe bei sowas immer Angst, dass ich irgendwo durch die Welt fall. Dass da einfach irgendwo ein Teil ist, was... den Boden nicht animiert haben. Ja, genau, und dann fällst du einfach durch die Wand, durch den Boden durch. Da habe ich immer Angst davor. Das passiert auch im realen Leben auch nicht. Ja, das stimmt. Okay, hier ist nichts. Hier sollten wir auch nichts. Aber hier können wir zumindest mal gucken, ob wir irgendwas sehen. Guck mal, wie viel das noch ist. Und vor allem das Geile ist, du bist halt jetzt hier oben, du siehst halt auch die andere Insel alles nicht mehr, ne? Durch den Schnee und alles. Das ist schon sehr geil. Ja, oder einfach, weil das, weil die Entwickler faul waren und keine weite Sicht machen wollten. Halt, warte mal, ich laufe falsch, oder? Ich habe keine Ahnung, wo laufe ich hier lang? Wobei, hier geht's auch noch hoch. Echt? Geht's hier noch hoch? Ja, ich dachte, da war die Alpha-Wand. Ach nee, von da sind wir gekommen. Glaube ich, oder? Keine Ahnung, aber ich gehe jetzt hier mal wieder runter, weil irgendwie... Oh, aber vorsichtig. Das sind mir zu viele unsichtbare Wände hier. Ja, vor allem das Schlimme ist halt, wenn du gegen so eine Wand läufst und dann weggeglitscht wirst einfach und dann halt am Boden legst du. Wow, Geronimo. Ja. Deswegen ist es mir nicht ganz ominös hier. Oh, bin unten. Gutes Ding. Ich möchte auch so ganz cool und ganz entspannt so an einem Berg lang laufen können, weißt du? Halt ich glaube, die Devise ist, überall wo Gras wächst, ist es gewollt von den Entwicklern, dass man da auch langlaufen kann. Ja, das glaube ich auch. Und da oben, wo halt noch gar nichts ist, gar keine Grafik geteilt oder sonst irgendwas, ich glaube, das ist einfach gar nicht gewollt, dass man da ist. Das stimmt schon. Ja. Da bin ich deiner Meinung. Ui! Was ist das denn? Achso, ist das das Meer da unten? Das sieht aus wie das Meer, ja. Ist auch eine sehr gerade Kante. Also es sieht aus, als wäre hier eigentlich was, hätte hier eigentlich was sein sollen. Nö, weil die. Ich glaube nicht, dass hier was sein soll. Schau mal die Kante an, von wo wir draufstehen. Das ist doch viel zu gerade. Ja, das stimmt. Ich glaube, die Entwickler haben hier einen Fehler gemacht. Spring mal runter. Das müsst ihr überleben. Ist ja Wasser unten. Ich bin mir nicht. Du nicht mehr hoch. Das Problem ist, die Frage ist, wenn du da runterspringst, ist die Frage, ob du halt dann rumschwimmen kannst wieder oder ob du halt dann da gefangen bist. Ja. Das war nicht. Oh, der Hahn kräht. Was ist das hier denn? Achso. Yippie, der Boden ist Lava. Was, der Hahn kräht? Achso, jetzt. Der Boden ist Lava. Oh, und der läuft einfach, der Hippie, der hat einfach, der weiß nicht, wie man Spaß hat. Doch. Ich finde das mega geil hier gerade. Oh, ja, aber Boden war Lava, aber du läufst da einfach lang durch die Lava. Ja, das stimmt. Ich bin halt hart im Nehmen. Es wirkt hier aber irgendwie alles, hier ist ja nichts. Also es rendert auch so ganz komisch gerade. Ja, ich weiß nicht, ob das so hier gedacht ist, dass man hier oben lang läuft. Weiß ich nicht. Es sieht auf jeden Fall geil aus. Oh. Das sieht auch so aus wie so eine Stelle, als könnte man hier einfach runterfallen dann. Hm. Ich hüpfe mal hier rüber. Ich glaube nicht, dass das gewollt ist, dass man hier oben ist. Da gebe ich dir recht. Doch, doch, doch. Ist voll gut hier. Sprachen sie und fielen gleich durch die Wand. Ach, Quatsch. Ich habe Bear Grylls zugeschaut. Ich weiß, wie das hier geht. Aha. Ich glaube, wenn wir unten lang gelaufen wären, an der Wand entlang, hätten wir viel mehr gesehen. Ich
glaube, ich will auch runter. Naja, jetzt gehen wir mal weiter. Jetzt gibt es auch kein Zurück mehr. Müssen wir eine Stelle finden, wo man halbwegs runter kann. Habe ich gefunden gerade. Bin runtergefallen. Hast du Leben verloren? Weiß ich gar nicht. Habe ich nicht darauf geachtet. Rüstung habe ich ge gegebenenfalls verloren. Oh. Ja, ich habe ein bisschen Rüstung verloren. Okay, aber viel gibt's eh nicht. Lang ist eh nicht mehr weitergegangen. Ja, also das Schlimme ist, ich erleide hier gerade so ein bisschen Schneeblindheit, glaube ich. Was sagt denn die Folgenzeit eigentlich? Die Folgenzeit ist bei 20 Minuten gerade. Ja, Müssten dann wir können wir noch eigentlich einen den Cut guten Cut machen. machen. Haben wir schönes Nix erlebt. Ja, wir haben das Warte Schneegebiet mal, lassen hier noch erkundet. ein. Lass halt hier nochmal ein Lagerfeuer schnell machen und dann. Ja. Ich brauche Knochen, ich habe keine Rüstung. Ich habe bloß noch die Hälfte Rüstung. Irgendwie ernüchternd. Aber hier gibt es So. bestimmt noch irgendwo was. Brauchen wieder ein bisschen Holz. Holzi, Holzi, Holz. Holz, mein Holz. Wie ging das Lied? Ich will es gar nicht. Jetzt irgend so ein. Ah! Oh, das sind Sticks. Verflucht. So, ja, dann würde ich sagen. Was hast du vor eigentlich? Ach, du willst eine Bank wieder machen. Ich will noch eine Bank bauen, ja. Okay. Meine Ausdauer ist halb unten. Schönes Ding. Wo fällt es um? Da lang. Baum So, ich platziere mal die fällt. Bank schon mal. Bench, wo Überall, bist wo du, wir hingehen, müssen Bench? wir Bäume fällen. Wir müssen unser Gebiet Klar. markieren. Decorative Skull. Ist ja lustig. Ich finde die Bank gerade nicht. Mal, ich habe die doch vorne erst gehabt. Ja. Boah, dieses Vögelchen. Menü von dem Ding ist furchtbar, finde ich. Hier, Vögelchen. Möbel. Da haben wir es doch. Sehr Ach schön. ja. Gut, dann mach den Cut. Sehr gut. Ja, also, dann sind wir im Schneegebiet. Wir erkunden jetzt hier ein bisschen weiter. Das heißt, danke fürs Zuschauen, danke fürs Dabeisein. Wir sehen uns dann gleich wieder. Tschüss. Das heißt gleich morgen. Tschüss. Stimmt, morgen. Bei der nächsten Folge. Tschüss.